Als erste Übung würde ich gleich mal loslegen. Mache ich das Schulterdrücken mit Kurzhantel. Ja, hier mache ich die Bank nicht ganz gerade, aus dem einfachen Grund, weil ich möglichst schwere Gewichte nehmen möchte zum Drücken, weil bei mir ist es so, ich baue eben extrem gut auf, wenn ich richtig schwer trainiere. Ja, das ist bei jedem anders, der eine muss leicht trainieren, viele Wiederholungen, ne? Der andere eben schwer, und ja, so ist bei mir am besten, deswegen die Bank leicht nach hinten, ja, also die sieht schräger aus, als sie ist, ist halt fast gerade, ja, und ja, da mache ich hier bei dieser Übung 4 Sätze, ne? Wiederholungsbereich mache ich immer so, wie ich gerade Lust habe. Momentan versuche ich schwer zu trainieren, also es geht so 4, 6 oder 8 Wiederholungen. Das ist eigentlich das Maximalste, was ich mache. Ja, dann sind wir schon bei Übung Nummer 2. Hier mache ich schweres Seitheben. Schwer aus dem Grund, weil ihr seht, dass ich leicht nach vorne gebeugt bin und währenddessen ich nach oben gehe, ich Schwung hole, ja, und in dem Schwung nehme ich halt die Kurzhantel mit nach oben. Ganz wichtig, hier die Arme nicht ganz ausstrecken und versuchen, die Handgelenke, wie ihr seht, etwas nach unten hängen zu lassen, also ganz locker lassen, ja, die Handgelenke nicht extrem festmachen, sondern wirklich locker lassen und dann schön den Schwung mitnehmen und die Dinger ab nach oben. Hier mache ich dann auch 4 Sätze und ja, Wiederholung, so wie ich Lust habe. So, dann sind wir auch schon bei der 3. Übung. Das ist für die hinterste Schulter. Ich nenne es mal Schulter ziehen oder heben. Mache ich auch 4 Sätze davon. Und tja, ja, ganz natürlich, so wie ich halt immer trainiere. Einfache Übung, die kennt eigentlich jeder. Ja, kann man nicht viel falsch machen. Außer, dass man halt die Arme zu sehr anwinkelt, eventuell. Aber ich mache es jetzt hier extra so. Ich trainiere eben schwer, wie ihr wisst. Ja, und deswegen mag jetzt die Ausführung bei der Übung oder bei manch anderen nicht ganz exakt sein. Ja, die Anfänger sollten eben darauf achten, dass die Übungen so exakt wie möglich gemacht werden. Ja, aber wenn man schon Jahre trainiert, kann man das selber abschätzen. Ich sage immer, Hauptsache man merkt es im Muskel, ja, der Muskel wird stimuliert und wächst. Wenn es nicht wachsen würde, würde ich irgendwie was falsch machen, ja, dann müsste ich mir wirklich Gedanken machen. Ja, aber ich bin jetzt nicht der Mr. 100%, sondern wirklich ganz normaler Bürger. So, bei der nächsten Übung, das ist Frontheben, und hier mache ich eben die Kurzhantel, versuche ich komplett gerade nach oben zu ziehen, aus dem einfachen Grund, weil da mit der Nacken drin ist. Das ist eine super Übung für die Leute, die einen schwachen Nacken haben. Die können damit gut aufbauen, das Ding. Und ja, auch hier wieder 4 Wiederholungen. Ja. Wie ihr seht, Kurzhantel bei den ersten Sätzen versuchen, so hoch wie möglich, also praktisch gerade nach oben zur Decke die Kurzhantel hochschmeißen. Und dann werdet ihr merken, bei den nächsten Sätzen entweder nehmt ihr weniger Gewicht oder macht dann halt auf normale Höhe. Ja. So, die nächste Übung mache ich im McFit bloß, wenn ich da trainieren bin. Normalerweise bin ich im Max Fitness, das ist eigentlich mein Stammstudio. Die haben eben Kurzhanteln bis zu 65 Kilo, wo ich auch mein Schulterdrücken mit absolviere. Nur McFit, in dem, wo ich jetzt hier bin, die haben nur 40 Kilo, bisschen schade. Deswegen mache ich halt hier nochmal eine Übung Frontdrücken rein, an der Multipresse, wo ich ein klein bisschen mehr drauf schmeiße, um noch mal ein bisschen Pump in die Schulter reinzubringen. Einfach, dass ich ein gutes Gefühl habe für mich
und weiß, ja, mein Muskel ist eben zu und ich habe genug gemacht für die Schulter. Da mache ich auch nochmal 3 bis 4 Sätze, ja, so als Pump. Und dann mache ich eben als nächste Übung Butterfly Reverse für die hinterste Schulter. Auch hier 4 Sätze. Und hier könnt ihr eben versuchen, da es eine Maschine ist, kannst du hier wirklich eigentlich gar nichts falsch machen. Die Arme sind leicht gebeugt, ja, ganz wichtig, so weit wie ihr nach hinten kommt, nach hinten ziehen die Dinger mit der Schulter. Und dann klappt das auch. Ihr seht, verschiedene Griffvarianten tue ich hier anwenden, ja, dass der Muskel aus jedem Winkel trainiert wird. Und ja, viel mehr gibt es da hier auch nicht zu sagen. Bei der nächsten Übung dann müsste die letzte sein, mache ich ein Seitheben sitzend. Hier ist vor allem ganz wichtig, dass ihr gerade sitzt und könnt bei der Übung nicht so viel Gewicht nehmen, aus einem einfachen Grund, da ihr bei der Ausführung darauf achten sollt, dass ihr den Arm nicht ganz ausstreckt, sondern dass er leicht angewinkelt ist. Und wieder ganz wichtig, die Handgelenke ganz locker lassen. Ja, ihr haltet die Kurzhantel praktisch nur mit dem Finger, mit den ganzen Fingern haltet ihr die fest. Und deswegen könnt ihr da nicht viel Gewicht nehmen. Ja, außer ihr habt eine gute Griffkraft, dann könnt ihr ein bisschen mehr nehmen. Ja, da ist das ja logisch. Ja, so, dann wie gesagt, schön hoch, ja, in die Waagerechte und dann wieder runter. Ja, und ich kann es nur immer wieder betonen, wenn ihr bei der Übung eure Handgelenke nicht locker nach unten hängen lasst, werdet ihr auch nicht viel merken bei der Übung. Aber wenn ihr das richtig macht, dann ist das... Oder werdet ihr auch in der Schulter das extrem merken. Und das ist eines der besten Schulterübungen, die es gibt. Ja. So, auch hier wieder 4 Sätze. Und ja, dann sind wir hier eigentlich auch. Das ist ja am Schluss nochmal ein bisschen Quatsch. Unsinn. Ich versuche dich jetzt zu motivieren. Mach das nicht. Los jetzt. Motivation vor. Ja, na, auf jeden. Jetzt mach doch los. Das ist super ausruhen. Schön, dass sich das freut. Mach doch los jetzt. Ach, hau doch auf damit. Kannst du keinen beeindrucken, ja. Ich warte darauf, dass du mal loslegst, Junge. Ich dachte, du wolltest nächste Profi werden, das wird so natürlich eher nicht. Ne? Ja, das kann passieren. Da bin ich schon auch stolz drauf. Nee, ja.
brauchen wir das Intro. Was mit dem Intro? Mach ich mit dir dann. Was ist denn das Intro? Nee, um Gottes Willen. Ich habe gesagt, die löschen dein Klär alle. Nee, das kommt heute Abend ein bisschen durch. Nee. Ich sehe es eh nicht, Gott sei Dank. Ja. Nee. Kein Fall. Was ist aber authentisch? Lass mich doch mal meine Arbeit machen. Unbezahlte Reise. Richtig. Schon wieder Mai. Ja, klar, das reicht. So wird das nichts. Kannst du Fernsehen zumachen? So wird das nichts. Hast du hier gedrückt? Ernährung. Und so, ja. Blöde Macht. Cool. Das Ganze da wieder aufs Rote drücken erstmal.